Ja, Leute, dann begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Im Moment macht das einfach sehr viel Spaß hier, Red Dead Redemption 2 im Story-Modus zu zocken, und wir wollen ja auch mal irgendwann ein bisschen vorankommen. Ja, ich versuche das immer so ein bisschen abzuwechseln. GTA-Spiel, Red Dead Redemption 2. Aber letztendlich, ja, spiele ich das, worauf ich gerade Bock habe. Wobei es heute war es schwierig. Ich habe dann doch dem Wildwest-Genre den Vorzug gegeben. Wir sind ja auch jetzt relativ gut langsam eingegroovt, bis auf unseren nervösen Schussfinger, ne? So, der hat immer noch die Klamotten an. Leichter Nebel heute. Die Frau Tralala, guten Morgen. Ja, komm, gehen wir mal weiter, sonst fühlt die sich nachher wieder belästigt. So, ja, wir haben hier verschiedene Quest-Optionen. Gucken wir doch mal. Ups, auf die Map. Ups. Ja, also wie wir da sehen, haben wir da mindestens drei. Wir haben, glaube ich, gestern mit Hosea Matthews angefangen. Ja, wen hatten wir hier? Das war der Dutch von der Linde und der gute Herr Strauß. So, ich denke aber, wir werden da weitermachen, wo wir gestern gelandet sind. Also wir werden uns jetzt mal Richtung Hosea begeben. Wie sieht es mit der Bartlänge aus? Nicht, dass wir nachher wieder ermahnt werden, uns zu rasieren. Cool. Guck, er war hier schön. Hast du schön gemacht, Bill. Du bist eine Jode. Habe ich dich doch ganz falsch eingeschätzt. Alter. Na, kleiner Mann. So, Mutter, wacht direkt mit Adleraugen hier, dass wir dem Jungen bloß keine Flausen. Okay. So, da ist ja Mr. unser. Arthur, I told Dutch, I feel I should tell you. I saw some Combs boys riding Oh. around. Down here, what they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well, thanks for letting me know, Kieran. Ja, der Kieran. Okay. Hi there. Ja. Die ist mir jetzt irgendwie suspekt, Alter. Naja, krieg ich hier noch eine Anklage wegen Belästigung und habe überhaupt nichts gemacht, ne? So, wo ist eigentlich Flaggy? Da hinten. Moin, Flaggy. Ich meine, in der letzten Folge hat Hosea ja schon was angedeutet, so von wegen neues Pferd und so. Ich bin natürlich jetzt sehr zufrieden und glücklich mit Flecki. Ne? Fleckilein. So. Pferdeinventar. So, habe ich jetzt. Ach, das sind die Fotos, die wir bekommen haben. So, Essen. Schmetz. Was haben wir hier? Kekse. Nee. So, ja, da guck mal. Füttern. Cool, dass wir den mit den Keksen füttern kann. Direkt nochmal. Wieso kann ich nicht striegeln? Ich möchte ihn gerne striegeln. Wo kriege ich Striegelzeug her? Immer dieselbe Scheiße. So, streicheln kann aber trotzdem nicht schaden, denke ich mal. Nee. Zurück. Der Tennessee. So, streicheln. Komm, mein Lieber. Ja, ich komme ja gleich. Boy. Yeah, boy. Als hätten Beastie Boys Flecki auch schon kennengelernt. So, Hosea. Was liegt an, Jute? Auf die Jagd gehen. Jose? You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear, one of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds.
My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break. Okay. Oh, yeah. Me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. Gut, gehen wir auf Bärenjagd. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so I... Well, okay. You know how it is. I see. So. Let's take him to Valentine. It's on the way. Sort of. Gut. There's a decent dealer there. Mach mal. Unload him, you could buy yourself a new horse. Ja, put möchte ich vielleicht nicht, weil ich mag ja Flecky gern, aber vielleicht kann ich mir Striegelzeug holen. So, LT. And the stables always have the best ones. I guess you're right. Nee, will ich nicht. Aufsitzen. You won't throw me? No, he's an angel. Okay, man. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Tschüss, Flecky. So, der Shire. Aufsatteln. What's taking so long with this saddle? Let's get this on right, boy. Gucken wir mal, ne? Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big fella. All right, let's head into town. Auf in die Stadt. No bar fights, please. Ja. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. Ja. Tschüss, Leute. They got a good range of horse tack at the Valentine Stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. So, was soll jetzt an dem besser sein als an Flecky, Leute? Naja, gut. Der ist immer... Am Pipi-Baum hier. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy. Threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there. Came back in the next day. Klar, der war bestimmt schwer. Drinking again. I miss those boys. Boah, die reiten immer so. Weiß nicht. So ein bisschen schnell so für mein Tempo. Uah. Guck mal da. Lenny und Jenny. Arthur und Martha. Oder Bill und Phil. Ja, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. Die zwei verstehen sich auf jeden Fall. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way Sorry. To offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Okay. Need so. To be done right. Geht da vorne ab? Have a couple of leads I'm looking into. Wir sind auf jeden Fall hier schön hinterm... Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Nee, der ist doch lieb. He's all right. Eben, wollte ich gerade sagen. Der soll mal schön in gute Hände gehen und ja. Stables are just up ahead. Bonuspferde. Was für Bonuspferde, Alter? So, ab in den Stall. So, da wären wir ja hier eigentlich richtig, ne? Ja. Meet you back here in a bit. So, da sind wir im Stall. Boah, der ist aber, guck, und dann lässt er erstmal einen brickeln hier. I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And yeah, what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. Hm. You got papers? No. Fahrzeugpapier oder was? That's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella. Aber das ist interessant, wenn die früher auch Papiere hatten für die Pferde. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Otherwise I can always stay. Aber macht Sinn. Yeah, take a look. Gut, so, was haben wir jetzt?
So, verkaufe das Pferd. Ich hab ja eigentlich Flecki, Digga. Komm, das verkaufen wir. So, wir haben den Morgen. Den haben wir doch eigentlich. Also den. Nö, warum sollten wir? Moment. So, gehen wir mal zurück. Englisches Vollblut und was ist der Ardenner? Oh Mann. Geil, Alter. Das sind meine Bonuspferde. Das finde ich toll. So. Wie nennen wir den denn? Eigentlich so schon was mit Lightning. Blitzi. So, die klar wollen wir den. So, mein Pferd. Umschalttaste LS. Und löschen. So, so mit I oder mit Y? Nee, einmal löschen. Blitzi, Blitzki. Blitzki, das ist doch cool. Komm, so nehmen wir es. Annehmen. Der Blitzki. So, was ist mit Hörnern? Nee. Der ist aber schön. Pflegeleistungen. So, Pferdepflegepaket. Nee, Blitzki finde ich gut. So, was können wir uns denn? Nö. Was ist denn bequem fürs Tier? Komm, wir gehen jetzt erstmal bei den Decken gucken. Satteldecken. Also ich finde, das ist jetzt gerade mal so ein bisschen, Alright, Partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. Toll. You have my word on that. Mit Blitzki auf Bärenjagd jetzt. Cool, mit Papiere und alles. Ja! Super. Klasse. So. Der Blitzki. Och, ich mag ihn jetzt schon gern. Komm, ab auf, rauf da. Okay. Okay. Schon sind wir drauf. So. Ja, super. So. What's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there.
So, und wir schaffen uns keine Sporen an. Auf keinen Fall. Oder haben wir welche? Nee, haben wir nicht. So, how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Ja, glaube ich auch. Aber wir haben ihn ja nun mal gerettet und ich finde ihm jetzt ewig nachtragend zu sein. Nobody else would have been welcome back that easy after that long, and you know it. Maybe, but please don't you put that to the test. I never would. So. Also irgendwie, ich möchte gerne Schritt halten, aber sowas hier. Der Blitzki ist schön, echt. Gefällt mir gut. Und die Kinema-Szenen gefallen mir auch sehr gut. Lässt einmal ein bisschen Luft so, Schlückchen Sprudel trinken. Okay, I think we need to head right up here. Machen wir das. Tolle Wurst, Alter, und gleich einen Bären killen. Ey. Eigentlich gar keinen Bock drauf, aber gut, das Lager muss futtern. Und wie gesagt, mal ganz angenehm jetzt mal hier so ein paar Filmszenen. So, wo sind wir jetzt? Der Bär ist schon ruf. So. Ja, komm, aber nicht so schnell hier auf dem Berg kam mein Freund, ne? So. Ist der Schnorb schon, das Tierchen? Der Blitzki? Ah, Vorsicht hier. So, mal nicht so schnell, mein alter Freund, ne? Vielleicht. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. Have hunted rabbits before, you know. Idiot! Yes. And obliterated them with a shotgun, I remember. Ja, scheiße, da können wir nämlich die doppelläufige. So. So, wo sind die Hasen denn? So. Erstmal, Waffen auf Pferd, LB. Striegeln, komm, tun wir mal striegeln. Ah, guck mal. Nochmal. So. Ja, Blitzki. Okay, so, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Pferdeinventar. So, komisch, wo sind unsere Waffen? Waffen auf Pferd, LB. Wimps? Nee. Ah. Manchmal blicke ich da nicht so ganz durch. Okay. So. Ist ja wohl klar, ne? Ja, oder sollen wir mal vom Pferdchen aus? Na?
Was haben wir da? Ein fliegendes Blatt. Ja, toll. So, die Hasen sind natürlich alle weg. Oder? Ja, sind sie. Vielleicht doch mal runter. War das der Bär? Nee, du. Also erstmal stehen hier Hasen an, ne? Oder? Habe ich das jetzt falsch? So, oder? Haben wir jetzt hier, Moment. Gucken wir mal auf die Map, bevor wir jetzt wieder zu dämlich sind für alles. Ah ja, okay. So. Komm, wir reiten jetzt mal hier. Okay, boy. So, pass auf. So, die Hasen müssten unten sein, ne? Ja, guck mal. Aber jetzt, wenn jetzt der Bär kommt, ist natürlich blöde. So, jage einen Hasen. Na? Ach, scheiße. Sorry. So, jetzt. Jetzt machen wir mal hier mit Ruhe, ne? Nein. Na. Ist auf jeden Fall schon mal nicht die falsche Ecke hier. Okay, hebe den Hasen auf. Machen wir das. Entschuldigung, mein Freund. Tut mir leid. So. Er sagt aufheben. Häuten. So, häuten machen wir auch. Ich will nicht sehen, was... Boah, Alter. So, und das Fleisch bitte aufnehmen, ne? So, aufheben, ja. Begib dich zu Hosea. Machen wir. Eselhase. Ja, das ist ein recht großes Tier. Nein! So, pass auf. Erstmal. Nimmt er sich jetzt den Pfeil. So. Dann geht er zurück zum Hasen. Dann bitte aufheben. Aufheben. So. Verstauen. So, und jetzt aufsitzen und ab zu Hosea. Das war die Reihenfolge. Ja. Haben schönes Plätzchen. So. LB gedrückt, um das Waffenrad aufzudrücken. Ja. RS, ja. Lagerfeuerchen. Nein! Oh Gott, jetzt schießt er einem Hosea in den Kopf. So, nein! Entschuldigung, Leute. LB. Hm. So. Unbewaffnet. Ja, entschuldigt. Warte mal. Erstmal beruhigen hier. Und auch mal striegeln. Und auch mal streicheln. So, entschuldige.
So, wo ist ein Lagerfeuerchen? Öffnen. Essen, ja klar. So. Ich möchte auch gerne mein Tierchen striegeln. Ist auch gut, dass wir einen Striegel haben, ne? So, auch füttern. Na. Sorry, boy. Ja, echt für den Schuss eben. Scheiße. So. Jetzt kommen wir mal zurück zu unserer Lagerfeuer-Idee. Gegenstände. So. Crafting. Bietet dir einen Ort. Lasse zum Benutzen LB los. Gut. Macht ein Feuerchen. Ja, schön. So. Jetzt wird... Ja. Guck mal, Campingstühlchen haben sie auch dabei. Bestimmt die Juten von Ikea. So, herstellen, kochen, natürlich. So, Kleinwildfleisch. Ja, jetzt haben wir natürlich kein... Das machen wir. So, RT. You want some of this? No, I'm fine. Ja, du spinnst ja wohl, Alter. Okay. After all that. Ach, sehr idyllisch. Müssen wir eigentlich mal ein Foto machen. Hm. Oder kann ich das, ne, gehen wir mal zurück. So, und nu? Schlafi? We better get some rest. I wanna be up at first light to find this monster. Das Monster, Alter. Ich glaube, das machen wir dann doch besser. Ja, komm, dann schlafen wir auch ein Ründchen. Ja, morgen. He better be worth all this drama. So. Bisschen ausgeruht, ne? Da frage ich mich, wie es jetzt mit der Gesundheit bestellt ist. Da. Guck mal, Feuerchen brennt noch. Colt ist noch da. Alles gut. Und Kaffee. Haben wir noch welchen? Sure. Ja, wir haben. So. What's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they okay. Also have a sweet tooth. Dann erstmal angeln lernen. Bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. Okay. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. Aber mit was am besten? We can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing us up? Ja, wie geht das? Bears. Tie it up in that rag when you're done. Gut, dann. I hope you know what you're talking about. Crafting menu. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on. So, starker Raubtierköder, würde ich sagen, machen wir, ne? Herstellen A. Just mix it together. It's not too hard. Okay. I think I got this done. So, das hat er gemacht.
get after him. Ah, wir hätten drücken müssen. Gut. Okay, let's go. Gut, Blitzki, bist du startklar? We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? Ja, ich will hören ihn schon. Alter Scheiße. I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Die Frau oder sein Pferd? Think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. Ja, das Outlaw-Leben. Das lässt einen dann doch nicht los. Komm, jetzt warte doch mal, du Otto. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Ja, was ist aus Bessie denn geworden? Me? No, of course not. So. Listen. If Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Immerhin habe ich mir jetzt angewöhnt, ein bisschen weniger zu kommentieren, wenn Chefe spricht hier. Oder wenn es aufzupassen gilt, obwohl ich mir das alles eh nicht merken kann. Bin ich mich doch mehr aufs Reiten am Konzentrieren und hier mit den Kollegen Schritt zu halten. So. Okay. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. LS und RS. Okay, guck mal. Untersuchen. Well, there's some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Okay, guck mal. So, da gehen wir doch mal da. Drücke RB. Nein! So. So, nähere dich der Spur. Machen wir? So, hoffentlich machen wir jetzt nicht hier noch irgendwie einen anderen Scheiß. Ist natürlich auch blöd mit dem Double Action hier. Den Bär finden zu wollen. Guck mal, hier geht's rum. The Trail. Drücke RB, um der Spur zu folgen. Tun wir, oder? Müssen wir... Nein! So, also bloß nicht mehr. Ja, guck mal. Nein, bleib mal schön da. Nicht weggehen. Tasche. Nee. Tagebucheintrag? Auch nicht. Nein! Komm, gehen wir mal zurück zum Hefe. So, bitte. Da bist du, da bleibst du. So, Blitzki, LT. Streicheln. Ja, nee, ja. You okay, boy? So,
So, bitte da bleiben. Okay. So, jetzt haben wir hier. Nee, machen wir auch nicht. Aha, okay. Wir haben Faust und unbewaffnet. Sollten wir jetzt vielleicht... nee, weg. So, oben weg. Haben wir hier unsere Waffen bei. Waffen auf Pferd, LB. Hm. Nee, wir haben nur den Double Action. Finde ich jetzt gerade ein wenig komisch, aber egal. Warum haben wir jetzt auf einmal keine Flinte mehr? Jetzt sag nicht, wir haben die Klamotten da am Feuer gelassen. Das wäre natürlich toll. Da ist die Spur. Okay. RB. Hm. This way. So, das machen wir jetzt. Bleiben jetzt hier einfach bei der Fährte. Ja, du, das ist gar nicht so einfach. Klar machen wir das. So, Fährte folgen, RB. Dahinter die Bäume. Oh wei, guck mal da. So, Feini. Zum... Oh, da geht ja doch sowas weg. Ja. Die Frage ist, ja. Brauchen wir das jetzt auf hier? Und da geht die Fährte nicht mehr weiter. So, da sind wir. Ah ja, da vorne ist was. Fischköder oder Jagdbeute, Eichhörnchen, whatever. Sehen wir jetzt. Guck mal. Untersuchen. Y. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. So, finden wir noch was? Ja, guck mal da. Guck mal, da ist noch was. Das ist ja wirklich detektivische Arbeit bis zu den Bären, aber ich finde es ganz spannend gemacht. Die Frage ist, wenn wir jetzt RB gehen, so. Hm. So, pass mal auf. Mal gucken, ob wir jetzt hier... Aha, schaust du mal da. Sollte man also nicht ausmachen. Bären AA? Guck mal, boah, er hat da einen guten Haufen gemacht, ne? So. So. Ach, das sieht mir ja fast wie eine Bärenhöhle aus da. Mm-mm.
Ja, aber was mich immer noch beunruhigt, wo ist unser Gewehr hin? Ne? Also, fände ich jetzt dumm, wenn man das da. Es ist wie im wirklichen Leben, man lässt sich ungern hetzen und wenn man sich hetzen lässt, der andere schon Gas gibt, dann ist ja meistens. Looks like the trail ends here. Hast du irgendwas We vergessen lost dann? her? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Ja, super. Jetzt think wird der Opa noch here. angefallen. Work. Which you think? Köder benutzen. Ja, auf jeden Alter. Wir lassen Arthur? den. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. So, in der Nähe der großen Steine. Das werden sie wohl sein, ne? Nee, Moment. Ich würde mal sagen. Genau, gucke mal da. So. Tasche. Bärenköder. Ja, benutzen. Haben wir gemacht. Ja, wo denn? Mach mal. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ja, eben. You gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Scheiße, wie will ich Let's mit dem? Just take a look at that bait. Ah, super. Sure. Ah, super. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Der hat auf jeden Fall schon gebrummt. Und wo ist unsere Plem, Alter? Ist doch scheiße ohne Schrotgewehr. Jammer, jammer. Give me a hand here. Got your knife? Blöp, 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 blöp. Easy. Oh. No, it's too close. Wo ist der Hosea denn? You're fine, so. Old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. Ja, haben wir einen Bären gekriegt jetzt oder you know was? What, Arthur Morgan, I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, so, was war das jetzt? That's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. Okay. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? So, well, der hat jetzt. Nee, ich gehe mit Russe, ja. Komm, wir haben den Trip zusammen gemacht. Genau. Schauen wir mal, was den beiden so unterwegs. Ich meine, wieso sollten wir alleine hier bleiben, ne? Also, macht ja auch keinen Sinn. Stürzen uns doch lieber in die nächste Action rein. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Hosea ist unser Freund, den lassen wir nicht alleine ziehen. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another. We gotta be out there making money speech. We were just ja, wir haben es ja probiert, ne? He doesn't need to know it's a big furry one. Well, thanks, Arthur. I probably owe you one. Ja, war ja auch ein schöner Trip. Emerald Ranch soon. Look into something. Was denn? Later.
So. Good morning. Gut, die Mission haben wir geschafft, ne? So, Hosea. So, haben wir eigentlich Flecki jetzt noch? Ist er Flecki? Nee. Hat jemand Flecki gesehen? Flecki? Bist du es? Nein. Hm. Flecki, missing in action oder was? Da ist er, oder? Nee. Uncool. Alter Flecki. Was habt ihr mit Flecki gemacht? Alter, nicht, dass sie jetzt hier Rudelfraß oder sowas gemacht haben aus unserem Flecki. So. Eigentlich müssten wir den ja jetzt... Ja, oder wie gesagt, den hat jetzt irgendjemand anders genommen. Nehmen wir auf jeden Fall Ausdauer. Das ist unser Blitzki. Schönes Tier. Bonuspferd oder was? Der Blitzki. So, dann kümmern wir uns erstmal. Ah ja, hier Möhrchen. Nee. Essen wir die? Nee, komm. Blitzki. LT. Ja. Striegeln. Das muss sowieso immer sein. So, Sattel abnehmen. Let's lighten the load here, boy. Guck mal. So. Ja, keine Ahnung, wo hätten wir den Sattel hin tun sollen, oder? Können wir das hier, den hier so drüber legen oder so? So, und jetzt? Ah, ablegen, geil. Was haben die denn für Problem? Ja, super, Alter. geile Antwort. So, ab. Wieso können wir den Sattel nicht ablegen? Kapier ich nicht. Ah, jetzt. Prima, an unserem Camp. So, feini. So, wie sieht's aus mit der Rasur? Ja, komm. Hm, Schnurrbart, Kinnbart. Nee, komm, gesamter. So. Gut. Da sind wir richtig, guck mal. Richtig,
rasiert halt. So. Was haben wir hier? Na Leute. Dutch, was geht? Grüßen. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet. But Jose is working on it. Ah, deshalb ist er los. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. Okay. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah. Oh. Arthur. What's going on? They got Micah. He's been arrested. Ja, der hat sich wieder super dumm angestellt, unser Micah. Micah. Ja. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. Scheiße. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. Eigentlich schon. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. Na, no, I ain't saving that fool. Ist schon ein Trottel. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. Jetzt wissen wir, warum wir uns rasiert haben. Nee, ich glaube auch nicht, dass Micah das für uns macht, aber okay, wir sind ja cool. Nee, komm, der Arme. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. Ja, super. And you get Micah out of that jail. Das probieren wir mal. Frage ist, was müssen wir dafür tun, ne? I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Ah, was ein Mist. Naja, gut. Holen wir den blöden Micah. Ich hätte den Jungen ja im Camp gelassen. Wenn der jetzt gerade fast gelünscht wird, ich find's eigentlich scheiße, dass der wieder mitkommen soll. Also. Eben, du Armer. Eigentlich solltest du dich. Eben. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side. Ja, scheiß Michael, Micah. You're supposed to be scouting ahead for. I kept asking him what we was doing, but he was. You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. Bestimmt die Idioten, die uns auch. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast too. Gut, dann müssten es ja eigentlich, ja, der kann ja gar nichts dafür. Ja. Ich verstehe jetzt aber nicht, warum der Junge mit soll. Na, er wird ja doch noch gelünscht oder so. Ja. Ja, eigentlich schon. Alkohol ist scheiße. Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Ja, nothing big. And we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Blitzki. Hello. So. Ich frage mich, wo der Flecki gelandet ist, Alter. Aber das habe ich mich bei Kleppi auch gefragt. Wo kommen die ganzen Pferde hin, die man auf einmal nicht mehr am Stissel hat? So. Easy. Ist immer komisch in so anderen. Ja, grüß Gott in so anderen Städtchen. So, man ist ja doch schnell in der Scheiße verwickelt. So bestimmt auch jetzt. So. Der Saloon ist es schon mal nicht. Oh, guck mal, Pferdekuschel.
Schön das Sonnenlicht da so. Aber irgendwie ist da immer matschig. Ja klar, ganze Pferdepipi riecht bestimmt auch dementsprechend. So. Was sind wir? Hat er uns hier Mittelfinger gezeigt. Pferd anbinden. So, da sind wir, ne? So, dann gehen wir mal ab zum Tresen, ne? Ah, guck mal, hier ist Treppchen. Wo ist er? Da ist er. Geil. Herrlich. Komm, das lassen wir mal auf uns wirken jetzt. Oh, er ist ja schon richtig pralle hier. Alter, was geht mit dem hier? Tür ist daneben, ne? Ah, das ist so muss Saloon, Leute. Echt. Guck mal, der Barber noch. Vielleicht kriegen wir hier mal ein anderes Frisürchen. Wir sind ja schon eitel. Hätten wir ja eigentlich pomadisieren können, Alter. Und der rempelt uns hier. So, können wir hier? Können wir nicht? Was geht? Ne, wir kriegen hier nichts. Ja, wahrscheinlich, weil wir mitten in der Mission sind, ne? Das ist ein Saloon, Leute. So, genau. An die Bar lehnen, machen wir das doch mal ganz lässig. Pep, gib mal ein bisschen Whisky rüber. Or three or four. I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Okay. Trinken. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Ah, schon ist der erste. Eben voll. Be quiet, geil. Be quiet, Kumi. Oh, there, Dullard. My lord. You men is dull. Was ist er denn für einer? Stehen da gerade mal drei Minuten. Eben. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. Probier mal's mal auf die Nette, ne? But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you... Aber der gibt bestimmt keine Ruhe. Mal gucken. Alter. Und? Oh, komm. Ja. Aber blöd nach Effen. Ja, gut. Haben sie gut geregelt, die Jungs. Ja, cool, Alter. Was geht mit denen? Nur ein, zwei Drinks, Alter. Was ist mit Lenny? Fremde Person, LT, Lenny. Geil. Grüßen, ja klar, hier, Leute. Wo ist der Lenny? Lenny! Bestimmt oben, Alter, oder? Der hat aber echt gut, naja, geht eigentlich noch. Wo ist der Lenny? Da ist er. Lenny, 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 Lenny. Was machst du denn hier am Stissel? Was ist mit ihr? Ach, die pieft sich enge. So, Lenny. Whoops. Ah, okay. Oh, oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Und noch ein paar Drinks. Bestimmt so Peyote-Bier oder so, Alter. Mit Hallo. So, jetzt such mal. Oh ja, genau. Oh, 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 oh. Scheiße, was machen wir? Wo ist die Treppe? Boah, ey. Jetzt sind wir einmal rum.
else? Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. So, Cremadino. What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your Was mouth, sind das für... Okay. Ja, so ist ja in Ordnung. So, ups. Oh oh. Boah, da muss ich direkt auch mal eine Runde. Das ohne Saufen. Ah, ein Schlückchen Kaffee. Ist aber irgendwie ja gut, ne? Scheiß mal auf Mika. Der sitzt in der Zelle und die Jungs lassen sich gut gehen. So, was hier? Ach so, okay. So, da waren wir. Scheiße. Was ist unser, Geile Optik, Alter. Ah, jetzt haben wir ja 100 Lennys. Das war natürlich so. Welches? Was hat der für ein Hemd an? Nee. Lenny! Lenny! Bastard! Oh, Lenny! Alter, ich hätte mir mal echt besser merken sollen. So, die Damen scheiden ja schon mal aus. Aha, hier Ecke. Okay, da sind wir wieder zurück. Was ist mit Lenny? Wo ist Lenny? Lennylein? Lenny, Lenny, Lennylein, wo haben wir dich versteckt? So, so, was haben wir hier? Alter, geiler. Ist aber auch irgendwie... Ah ja, jetzt hier, was haben wir hier? Das ist nicht unser Lenny. Lenny hatte keinen Hut. Irgendwas Weißes hatte Lenny angehabt, oder? Okay. Alter, wo ist... Wo ist er? Lenny? Lenny? Found you, Lenny! Nee. Okay. Komm mal da hinten. Die ist abgesloten. Was geht denn? Ah. Geil. Ist irgendwie eine coole Quest, Alter. So, Lenny? Nee. Damn it, Lenny. Stop stomping off on me. Alter, den kann ich. Ah, also, was? Was haben wir hier? Lenny! What? Hi, Lenny. Da ist er, oder? Nee. Ah, da ist er. Cool. Oh. Puff. Ohrfeigen, B. You're a good friend to me, huh? Was? Cheers. Er wieder?
Nee, machen wir nicht mehr. Nee, machen wir nicht. Arschlecken. Krasses Besäufnis, Alter. So, was ist mit ihm? Also, okay. Was muss raus, der Mut? Krass, Alter. Oh oh, 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 oh. Ja, wieso lässt er den Kumpel denn jetzt hier, Nee. Aber wieso ist der abgehauen? Find ich schon richtig blöd, ey. So, you alive, Arthur? I want to die. Well. Okay. Da sind sie. So, wo ist der Mika? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Anderer Sheriff oder was? Either you fools got any money? It's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see either you around here no more. Das ist ein anderer Sherry, ne? Sherry, Sherry Lady. Okay. Zum Glück hat er die Zelle nicht voll gekotzt, Alter. So, that was a quiet drink. First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. Schon wieder seinen Hut verloren, oder was? Feel sorry for myself. Chillen. So, wo ist der Hut? Toll. Komm, wir lassen mal was chillen. Mach mal. Ah, da ist der richtige Sheriff. So. Gegenstände. Ja. So, was haben wir denn da? Ausdauer, Tonika. Ein Magenbrett, Bretter, Magenbretter. Hallo? A short temper for these annex. Komm, wir gehen ins Hotel, oder? So, was können wir denn jetzt hier? Moment, so. Benutze R, um einen Gegenstand auszuwählen. Ja, mach mal doch. Ja. Okay. Das machen wir doch nochmal. So. Okay, ja, das ist ja jetzt wohl einigermaßen. Wo haben wir eigentlich. Ist das Blitzki? Das ist Blitzki. Ja, klar. Cool. So. Ja, eigentlich müssten wir ja jetzt beten. Naja, erstmal aufs Klöchen. Also beten von wegen, oh, Alter, nie wieder saufen, dies, das.